So, willkommen zurück zu Doom Eternal. Wir stehen wieder vom Marauder, was heißt wieder immer noch, hat sich nichts geändert. Und ich habe Warnung an das gesamte ARC-Personal. Die sterblich Gehandicapten haben die Anlage betreten. Wir raten zur Evakuierung. Ich habe zwischendurch gelesen, dass man ich habe mich natürlich ein bisschen belesen, weil ich wollte hier nicht komplett na fuck. Ich wollte hier nicht komplett planlos dastehen und habe mich kurz mal ein bisschen belesen, was man gegen ihn tun muss und das oh fuck, ich hätte gerne diesen Glory Kill, danke bitte. Und ich hatte die große Erkenntnis, dass man anscheinend die Super Shotgun benutzen soll, um den am besten tot zu machen, weil er dann irgendwie, wenn er grün leuchtet, kann man das machen. Das Problem ist bloß, das scheitert, glaube ich, gerade so ein bisschen gerade an meiner Koordination. Also ich weiß jetzt theoretisch, wie es geht, aber das ist eigentlich quasi auch nicht mehr als vorher. Warnung an das gesamte ARC-Personal. Die sterblich Gehandicapten haben die Anlage betreten. Wir raten zur Evakuierung. Und vor allem richtig geil finde ich auch, dass die scheiß Imps, die eigentlich meine Unterstützung sein sollen hier in den Kampf, die eher mehr Schaden machen, ne? Dieser scheiß Hund! Ach. Hallo! Wie? Warum Witz? Der behinderte Kackhund! Ist das größte... Weißt du, die sollen ja eigentlich... Sie sind ja eigentlich meine Unterstützung. Die Imps, aber irgendwie. Also, naja, was heißt meine Unterstützung? Das wird ja irgendwie eher nichts, würde ich sagen, ne? Ach, Mann! Oh, das wird richtig kacke. Also, ich meine, das ist. Diese behinderten Scheiß-Ads! Weißt du, wenn die nicht wären, wäre der Kampf viel einfacher, wenn ich einfach nur die Munition hätte, die ich habe. Warnung an das gesamte ARC-Personal. Die sterblich Gehandicapten haben die Anlage betreten. Ey, denkst du, ich finde diese... Denkst du, ich finde diese dumme Schrotflinte? Alter! Das ist richtig behindert. Dieser scheiß Hund, ne? Das ist ziemlich kacke, muss ich gar nicht sagen. Also die Foren schreiben auch, dass das der dümmste Kampf von allen ist. Ja, guck mal, ich muss mich jetzt komplett auf irgendwelche Ads konzentrieren. Ich auch so die ganze Zeit. Ach Mann! Dieser scheiß fucking Dreckshund! Mann, ey! Dieses behinderte Scheißdings! Ey, warum muss es diesen scheiß Hund noch oben drauf geben? Das würde hätte doch vollkommen ausgereicht, wenn der Wichser allein gewesen wäre, aber nein! Warnung an das gesamte ARC-Personal. Die sterblich Gehandicapten haben die Anlage betreten. Wir raten zur Evakuierung. Weißt du, ich warte nicht gerade auf diesen dummen Hund, ne? Okay, Hammer. Hau doch ab, du Scheißvieh! Hä? Hallo? Ach Mann, ey! Warum sind die Idioten so tanky?
Oh, Alter, ist das dumm! Das ist echt der dümmste Kampf von allen, also wirklich. Hm. Ich hätte das nicht googeln dürfen, jetzt ärgere ich mich natürlich auch viel mehr, dass der Kampf so scheiße ist, ne? Warnung an das gesamte Arc-Personal. Das geht gar nicht. Die Ketten haben die Anlage betreten. Wir raten zur Evakuierung. Das wollte ich gar nicht. Oh. Also das Tutorial sagt immer, wenn seine Augen grün leuchten, soll man mal ganz schnell... Oh, das... Achso, war ich das... Kackschild! Ah, toll. Das wollte ich auch nicht. Junge! Ah, das waren die nervigsten 7 Minuten meines Lebens bis jetzt. Für heute. So, okay, Automap aktiviert. Was habe ich noch übersehen? Fehlt mir noch irgendwas? Ich habe alles, oder? Das ist. Ist nichts ausgeraut, ne? Also ich kann jetzt guten Gewissens jetzt durch die Tür gehen. Junge, 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 Junge. Oh. Achso, ich habe die Archivmütze, habe ich nicht geschafft, oder? Doch. Ja, okay, gut. Immer 100% waren. Okay. Junge, 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 Alter. Der kommt bestimmt wieder. Das war jetzt an sich gar nicht so lang, aber das. Da krieg ich davon nochmal extra Batterien? Nee. Entschuldigung, Schwachpunkt sind wir. Sehr gute Erkundung. Hab ich auch alles. Macht so ein schönes Geräusch. Bam, 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 bam. Jawohl. Ich hält. Belohnt. So, okay. Und weiter. Da bin ich ganz glücklich, dass ich das... Achso, ich muss das halten. Ach. Da bin ich eigentlich dann glücklich, dass ich das nicht... Wenn ich die Schießgriff benutze, sind allerdings die Slayer-Tore deaktiviert. Mensch. Wenn du bei Mission mit Cheatcode spielst, verhindert das nicht deinen Fortschritt, also die Mission vorhin Umfang abschließen kannst. Ja, das bringt mich leider, dass die Slayer-Tore deaktiviert sind, das ist das Einzige, warum ich das Level nochmal spielen will. 60% der Invasoren aus der Hölle vernichtet. Ohne Priester können die Dämonen die Erde nicht verzehren, wie es Kalmaker plante. Ein Priester ist noch übrig, doch ich habe sein Signal verloren. Ich kann ihn nicht länger orten. Dr. Hay kann ihn finden. Bau mir komplett. Überträgt sich in den Hauptrechner ihres Schiffs. Die Architektur ähnelt seiner eigenen. Dadurch. Der letzte Priester versteckt sich im Sentinel Prime. Die Khanmaker möchte nicht, dass er leicht gefunden wird. Das einzige aktive Slipgate nach Sentinel Prime ist in der verlorenen Stadt Hebet, im Kern des Mars. Toll. Ich habe den Standort markiert, doch der Weg dorthin ist weit. Es gibt keinen einfachen Zugang zum Kern des Mars. Es sind keine Wege dorthin bekannt, Dr. Hayden. Die BFG 10.000, designt von Dr. Samuel Hayden, als Bestandteil der Dämonenabwehr. Verstanden.
Suche nach den Koordinaten der BFG 10.000. Ah ja. Du kannst nicht einfach ein Loch in die Oberfläche des Mars schießen. Portal bereit. Ich denke doch. Dies ist eine ARK-Sondersendung. ARK-Mitarbeiter berichten, dass sich der Slayer zu Dr. Haydens Turm aufgemacht und dessen Überreste an sich genommen hat. Warum, wissen wir nicht. Anonyme Quellen innerhalb der Organisation behaupten, dass Dr. Hayden die Ankunft des Slayers erwartete. Wir können nur hoffen, dass dies stimmt und der Widerstand weitergeht. Schade, dass das Hayden das eigentlich nicht noch mehr kommentiert, was ich hier mache. So, egal, ich habe noch 3 Kerne. Die muss ich noch kurz in meine Türen hier einsetzen. Ich habe irgendwo auch noch neue Musik gefunden, aber die finde ich jetzt bestimmt nicht wieder, oder? Das sind die Sandy Cities, das hatte ich mir letztes Mal schon mal angehört. Das ist halt echt dumm, dass die Musik halt überall hängt. Aber nicht, noch lange nicht so dumm wie der Marauder. Alter, zum Glück war das relativ schnell vorbei, ne? Das hätten wir uns letzten. Der kam noch ein bisschen irgendwas. Hab ich das hier schon? Sonic Mayhem Quick Quad Machine? Hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon, ne? Ich mach's einfach mal. Jetzt muss ich ja vor allen Dingen noch diese dumme Tür finden, die ich. Ne, hier war das nicht. Das Kaninchen. Er freut mich jetzt mal aufs Neue. Egal, ich muss die dumme. Ich höre mich hier regelmäßig, ne? Müsste da unten eigentlich im Hauptraum? Weil hier habe ich eine weitere Schlüssel gefunden, ne? Mir fehlt ja, wie gesagt, nur einer. Dafür müsste ich das ein Level neu spielen. Hey, 3 von 6 sind mit Schlüsseln. Und einen haben wir noch, den ich kriege. Ach, hier vorne sind die Türen. Genau, hier war das. So. Den hatte ich schon. Hier war der, wo die Hälfte gefehlt hat, ne? Ja, will ich. Danke, bitte. Achso, den hatte ich auch noch nicht eingesetzt. Ich dachte, ich hätte schon 2. Letztes Mal 3 gehabt und hatte nur überall 2. Na gut. Das ist natürlich die nächste Überlegung, ob ich noch mir so eine Drohne noch hole. Aber da ist jetzt der Punkt eigentlich gar nicht so wertvoll. Ich sollte mir eigentlich lieber die anderen Upgrades holen. Hatte ich die Tür? Also eine Drohne könnte ich mir jetzt noch holen? Oder? Hatte ich denn schon einen eingesetzt? Ich dachte, ich hätte irgendwo schon mal einen eingebaut. Ich hole mir jetzt einfach so eine Drohne hier. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Ich habe noch 3. Irgendwo muss noch einer stehen, weil letztes Mal hatte ich ja auch 3. Also eine ungerade Zahl. Na Quatsch, ich hab's den Tab gedrückt. Warte mal, man kann diesen Ort hier durchspielen. Ach, guck mal, da unten wären noch die Runensteine gewesen. Die bringen mir relativ wenig. Warte mal, halt. Was für Dinger sind das da unten? Das sind doch die. Die Dinger sind doch die. Nee, das sind nicht die Teile, die ich haben will. Ich will die Kristalle haben. Die Kristalle finde ich hier nicht. Genau, aber das sind die Scheißdinger. Die will ich gar nicht haben, die Teile, die das sind. Nein. Ich habe gerade überlegt, ob es die Upgrades sind, die hier mehr Munition und Dings machen. Aber das sind, glaube ich, die anderen, oder? Bin mir gerade unsicher. So, jetzt habe ich noch einen über. Warum habe ich den verbaut habe? Da habe ich den in der großen Kammer, wo der Mecha drin steht, gebastelt. Jetzt müssen wir immer wieder zu den BFG 1000 Dings kommen. So, Vollautomatik. Nee. Wenn würde ich denn gerne. Die Balliste? Nee, ist das der Raketenwerfer? Fernzündung? Der Flugzeug? Das klingt auch ganz interessant, aber ich glaube tatsächlich, dass hier das mobile Geschütz. Das ist die Macht. Das gibt nochmal ordentlich Feuerpower. Das ist gerade gegen große Gegner. Ist das glaube ich, glaub ich, richtig gut. Weil das, das fehlt mir noch zum Glück. So, kurz über einen Schadensbooster. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Mit einem einzigen Hitzeschuss. Das müsste sich über die Zeit endlich ganz. Das hätte ich mal früher leveln sollen. Das hätte ich bestimmt. So, mein Energieschild. Könnte ich hier noch was leveln? Bringe so ein. Taumeln. Ja, nee. Ja, nee. So, dann haben wir Präzisionsbolzen. Die gegen Schadensbüro. Das ist interessant. Ja, wesentlich Präzisionsbolzen. Ich glaube, da kann ich meine Punkte besser investieren. Ne? Da fehlt mir noch einer. Arr, dann habe ich es aber endlich. Na gut, dann können wir das hier machen. Dann mache ich mal. Ja, machen wir hier mal das mobile Geschütz. Wandlungsgeschwindigkeit des mobilen Geschützes. Klingt gut. Oh, das mobile Geschütz überhitzt nicht mehr. Also nur, ob das die Munition alles. So, Bewegungstempo. Und das tötet 5 Gegner 10 Mal mit einem einzigen Einsatz vom mobiles Geschütz, ohne zu überhitzen. Das kriegen wir hin. Gerade so Kleinzeug kriegen wir da wahrscheinlich easy weggeballert. So, Jedi.
denn? Hier ist es auch nicht. Aha. Für dieser Zwischenwechsel eigentlich von Holz und dann irgendwie so modernes Zeug, also hier so eine Stahlkonstruktion, ist auch ein gewisser Mix. Übrigensbedürftig. So, dann war das jetzt hier. Das ist die große Kammer. Da unten war ich gerade, ne? So, und jetzt hier ist die zentrale Kammer. Das ist das Kostüm, was ich auf keinen Fall haben möchte. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran, ne? Das ist Skins. Psäh. Ach, guck mal, ich finde noch ein Musikstück. War das hier noch eine Tür? Scheiße, wo habe ich denn diesen dummen letzten Energiekern verbaut? Das war anscheinend keine Tür. Echt immer eine Orientierung, ne? So, und hier ging es in den persönlichen Gemächern, genau. Ah, hier ging es runter und hier. Ach, hier war das. Und hier. Den habe ich schon. Den haben wir auch schon. Okay, also die habe ich auch. So, der hier ist ja hier neu. Will hier Intro Quake 3, ja komm. Na gut, dann lasse ich mal diesen einen Energieschuss. Ich dachte aber nicht, ich hätte drei letztes Mal gehabt. Na, mein Gedächtnis ist vielleicht nicht so besser. Dann reisen wir zumindest mal kurz noch. Nein, nein, nein. Ist ja, ich bin da unten in die Dingesbude da gefahren, das wollte ich gar nicht. Hm. Schon kann ich habe immer noch eine Tür übersehen. Na, was soll's. Schön 60 FPS durch der Basis gelaufen. Da lohnt sich das Aufnehmen. So. Mal sehen, was mir das Spiel als nächstes bringt. Achso, jetzt ist sie eher hier dauerhaft, oder was? Also er ist jetzt einfach nur hochgeladen, oder was? Na gut, dann werden wir wohl, ich dachte, wir reparieren ihn vielleicht irgendwie dort. Ja, vielleicht macht das Vega, oder er übernimmt die komplette Basis. Und Hayden mittlerweile bereut, dass er den Slayer betrogen hat. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Slayer ihm nicht wirklich helfen möchte, ihn wieder aufspawnen, nicht wahr? Mit Hilfe von Samuel Hayden konnte der letzte Höhlenpriester auf Sentinel Prime geortet werden. Eine Stadt des Reins in einer Vergangenheit. Der einzige bekannte Weg zu dieser Stadt verfluchten, zu dieser jetzt verfluchten Stadt führt das Dimensionstor und Marskern bei der verlorenen Stadt Hebert. Die Reise dorthin kostet mehr Zeit, als du hast. Ein Dilemma, das nach einem etwas direkten Ansatz verlangt. Ah ja, na denn, sehen wir uns im Marskern.